Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir New Make-up Releases und ich würde sagen, wir gucken, was im Juni rausgekommen ist. Es ist natürlich jetzt einfach so, dadurch, dass sozusagen die Sommerpause ist, merkt man das einfach auch im Make-up-Markt. Es ist so ein bisschen ein Tief momentan. Es wird eigentlich nicht sehr viel rausgebracht. Genau, und deshalb würde ich jetzt sagen, quatschen wir so ein bisschen drüber. Und zwar first up. Ich habe jetzt eigentlich die Einstellungen geändert. Also ich sollte jetzt im Fokus vorne sein. Ich glaube es dann, wenn ich es im Schnitt sehe. Und zwar, first up haben wir von Revolution die, wie heißt sie denn? Die Love Island Collection. Ich habe mir schon mal die Parfüms, habe ich mir bestellt. Die sind auf dem Weg zu mir. Der Rest, es sind schon interessante Produkte da auch drin. Also es ist ja eine ziemlich große Collection. Doch, das interessiert mich schon, muss ich schon dazu sagen. Das ist auch so eine Body Butter und so ein Liquid Highlighter für den Körper. Also es interessiert mich schon, muss ich jetzt schon dazu sagen. Also ich fände das jetzt eigentlich recht interessant und würde es jetzt auf keinen Fall sagen, dass ich das jetzt nicht besorgen möchte. Also es klingt sehr, sehr spannend. Ja, also auf jeden Fall, die Parfüms sind schon auf dem Weg zu mir. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie schnuppern. Ich habe mir nicht einmal die Description durchgelesen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Dann haben wir von Trixie Cosmetics, weil es eben Pride Month dieses Monat ist. Nails also. Und zwar haben wir so ein Lipgloss-Set, genau. Das sind so, wie viele Lipgloss sind da drin? 6 Lipgloss. Ich muss irgendwann mal was von Trixie Cosmetics bestellen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt schon sage. Also das nehme ich mir vor, das muss ich auf jeden Fall noch dieses Jahr schaffen. Ich werde das auf jeden Fall vielleicht auf August oder sowas schieben, weil bis jetzt ist erstens ist alles jetzt schon ziemlich durchgeplant bis August und ja, also ich warte es dann einfach. Aber ja, ist auf jeden Fall ein süßes Set. Es sind natürlich auch sehr, sehr bunte Farben drin, weil eben Pride Month ist, muss man halt auch mögen. Dann ist von Anastasia Beverly Hills die Nouveau, oder? Nouveau, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry. Die Nouveau Palette rausgekommen. Die ist schon interessant. Die ist sehr, sehr interessant. Ich bin aber sehr, sehr überrascht, dass sie mit dieser Palette jetzt rausgekommen sind. Weil das für mich überhaupt keine Sommerpalette ist. Also wenn mich wer fragen würde, wann ich die benutzen würde, hätte ich Herbst gesagt. Also für mich ist das, also im Herbst wäre ich so, oh mein Gott, oh cool, diese grungy Looks, diese bisschen, weil auch das Packaging ist so ein bisschen so, ja, so ein bisschen mystisch oder so. Also im September oder August hätte mehr Sinn für mich ergeben, mit der Palette rauszukommen wie jetzt. Ich werde sie mir definitiv irgendwann bestellen. Dadurch, dass ich sie jetzt nicht im Launch bestellt habe, werde ich sie erst dann später bestellen. Genau, aber sie ist auf jeden Fall da. Dann gucken wir. Das nächste ist, es will nicht viel, ich sage euch, das wird wieder so ein super kurzes Video. Das nächste ist von Revolution, die Coca-Cola Collection. Und ich finde an und für sich, mich hat die nicht so gecatcht. Mich hat die nicht so gecatcht. Also wir haben hier schon Coca-Cola, haben wir mit Morphe schon in mehreren Varianten. Und ich finde, dass es Morphe besser gemacht hat. Ich finde, ich weiß nicht, irgendwie finde ich diese Color Stories sprechen mich persönlich einfach nicht an. Es kann sein, dass es dieses Galaxy-Ding ist. Ich finde das Packaging sehr, sehr cool. Ich finde auch dass dieses Brush-Kit oder was man da reingeben kann, finde ich auch sehr, sehr cute. Die Glosses sind eigentlich auch recht süß, aber jetzt nichts, wo ich sage, ich brauche das jetzt unbedingt. Also im Sale kann man sich es vielleicht mal angucken, aber ja, so regulär brauche ich es jetzt nicht. Aber hat mich gewundert, aber es hat mich einfach nicht so gecatcht. Ich weiß nicht, die Color Story, die kleine ist, glaube ich, eine ganz Schimmerpalette. Das sind überhaupt, ja, das sind überhaupt nur Schimmertöne drin. Ja, ich glaube auch in der großen sind nur Schimmertöne, wenn ihr mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, das sind nur Schimmertöne drinnen. Ist nichts, was ich brauche. Aber es gibt es auf jeden Fall. Dann, das finde ich ja sehr, sehr spannend. Und zwar ein Essence. Und zwar so Eyeliner rausgebracht. Passend zu den Princess Mascaras, die sie auch haben. Und ich fand das einfach ultra spannend, weil die sind so dick. Ich habe das auch auf Instagram gepostet. Ich finde, die sind ultra, ultra dick. Das wundert mich eigentlich extremst,
dass die so dick sind. Ich möchte die, wenn ich beim DM Live-Haul, glaube ich, kommt als nächstes, gucke ich mal, ob die da schon im Laden sind. Dann werde ich mir vielleicht eine mitnehmen, weil es mich einfach echt interessiert. Aber sie schauen extrem dick aus. Der braune, der interessiert mich auch voll. Der braune, finde ich, klingt sehr, sehr interessant. Aber sie schauen echt dick aus. Also da habe ich so ein bisschen so meine Bedenken. Aber ja, nee, also die sind auf jeden Fall. Ich finde, sie ist echt spannend. Ich bin echt gespannt. Dann haben wir von ColourPop die Palm Spring Collection. Und ich muss dazu sagen, ich finde die echt schön. Aber ich meine, irgendwann würde ich schon gerne wieder eine ColourPop-Bestellung machen. Aber momentan habe ich auch irgendwie nicht das Bedürfnis. Aber ja, aber die ist auf jeden Fall rausgekommen. Also wenn dich die interessiert, it's on the market. Dann, die finde ich ja irgendwie intrigued die mich. Und zwar ist die Mini Naked Wild West Palette rausgekommen. Die finde ich ist auch sehr, sehr interessant. Die interessiert mich schon. Ich finde die schon auch irgendwie cute und so. Also, das kann man definitiv machen. Gefällt mir. Ja, ich finde halt also generell die sei schon. Die Urban Decay-Formulierung ist sehr, sehr, sehr ausgiebig. Das heißt, ich würde, wenn mich wer fragen würde, was soll ich für eine Palette kaufen, wenn ich lange was davon haben möchte und ich jetzt auch kein super Make-up-Artist bin, würde ich definitiv die Urban Decay einfach empfehlen, weil sie einfach super, super easy sind von der Formulierung, plus dass sie einfach so, so lange halten. Also ich habe die eine Naked Mini Honey, die habe ich ja noch immer in meinem Project Pan dieses Jahr auch noch. Und das hält so lang. Also da hat man so lange was davon. Das ist sehr praktisch. Dann haben wir von ColourPop, und zwar ist es eine Collaboration, die finde ich sieht auch echt cute aus. Und zwar mit Jasmine Criswell. I don't know who that is, but congratulations. Aber ja. Also ich finde, die sehen jetzt recht cute aus, diese zwei kleinen Paletten. Dann sind das, glaube ich, Glosse und Lip Liner. Ja, nee, kann man ja machen. Ist doch süß. Ja, weil wir eben davon so kleine Paletten reden. Und zwar haben wir von Revolution diese kleinen Paletten. Und die habe ich bestellt und ich werde auch dazu eine Review machen, weil das einfach für mich Dupes sind für die ColourPop kleinen Paletten. Ich finde, die sehen exakt so ähnlich aus wie die kleinen ColourPop Paletten. Und deshalb habe ich die bestellt, weil es mich einfach interessiert hat. Plus mich interessiert auch die Qualität. Ich finde, sie sind auch super, super cute. Also, we're excited, yes. Ich sehe gerade so, manchmal fokussiert, oder? Das müsst ihr mir dann wissen lassen. So, jetzt sind wir schon beim letzten. Es ist, wie gesagt, es ist Juni. Da kommt nicht so viel raus. Ich denke auch, dass der Juli so ein bisschen tief haben wird. Und dann, das ist erst so, erst im September wird es dann wieder, da wird es wieder viel. Und zwar, da haben wir von Kaya. Und zwar ist das die Collaboration mit Jasmine. Wie heißt sie denn nochmal? Ja, also da steht jetzt gerade nicht, wie die heißt. Aber Jasmine, irgendwas heißt sie. Das ist eine deutsche Influencerin. Richtig, richtig cool. Ich möchte diese Collection auf jeden Fall bestellen. Ich hoffe, dass sie, aber die wird es sicher noch geben. Genau, das ist nämlich eine Face-Palette. Dann sind da solche Haarklipse. Diese Haarklipse brauche ich persönlich überhaupt nicht, aber die gibt es halt. Und dann drei Brushes und dieses fluffige Make-up-Set, also dieses Make-up-Täschchen. Also ich finde die persönlich sehr, sehr, sehr süß, dieses Set, also generell diese Collection. Mich würde die Face-Palette interessieren. Also das wäre eigentlich das Einzige, glaube ich, was mich interessiert. Die Brushes, ich habe ziemlich viele Brushes von Kaya. Vielleicht bestelle ich sie, wenn der Bundle-Deal so gut ist, dass ich vielleicht das Bundle kaufe. Aber diese Haarclips brauche ich überhaupt nicht. Das benutze ich auch gar nicht. Also ich benutze eigentlich immer diese, wie nennt man das, Hairbands. Also das mache ich eigentlich persönlich immer. Finde die viel angenehmer. Und ja, aber ich bin gespannt und werde das definitiv irgendwann bestellen können. Let's see. Aber jetzt würde ich sagen, meine Lieben, das waren alle Products, die jetzt im Juni rausgekommen sind. Es waren jetzt nicht so viele, aber das ist doch auch recht angenehm, weil ich glaube, jetzt sind halt die meisten sind jetzt im Urlaub, die meisten genießen den Sommer und ich hoffe, das tut's ja auch. Ich tue es momentan nicht, aber dann im August. Im August ist bei mir dann erst Urlaub. Davor ist bei mir noch Arbeit und sowas, aber
Ich freue mich auf August dann, wenn es bei mir so weit ist. Da fliege ich dann wieder nach Schweden. Also es ist jetzt kein Urlaub-Urlaub, aber es ist auf jeden Fall schön, wieder nach Hause zu fliegen. Da freue ich mich schon echt drauf. Und ja. Aber jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir. Könnt ihr meinen Kanal abonnieren? Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich, von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und da würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!